Le capelle que tapan, good gong, good one. C'est le capelle que tapan, good gong, good one. C'est le capelle que tapan, hi, good gong, good one. C'est le capelle que tapan, good gong. Ich bin Megan Katz, Mezzosopran. Ich habe mit 11 meine erste CD aufgenommen als Kinderstar in Südafrika. Und ja, mit 12 sang ich schon auf allen großen Bühnen, mit großen Orchestern, auf Tournee überall und war im Fernsehen und im Radio und konnte schon ganz, ganz viele wichtige berufliche Erfahrungen sammeln. Wie es funktioniert, ein Leben auf der Bühne zu haben und sein Geld damit zu verdienen. Wenn man Sopran ist und dann zum Mezzo wechselt, muss man auch damit umgehen, dass man ganz viele Hosenrollen jetzt plötzlich singen muss und quasi auch sich männlich zeigen muss. Männer haben ja eine ganz andere Herangehensweise und so eine ganz andere Energie im Vergleich zu so einer eher weichere, blumigere, vielleicht feminine Energie. Natürlich ist meine feminine Energie meine absolute Kraft. Also, aber ich habe gelernt, wie ich irgendwie fokussierter und so ein bisschen tougher an eine Rolle herangehen kann. Und es macht so viel Spaß, einfach loszulassen und etwas ganz anderes auszuprobieren. Also aus dieser Herausforderung habe ich eine neue Welt entdeckt, die mir wirklich sehr gut taugt. Und wir alle haben in uns etwas Männliches und etwas Weibliches. Und dadurch kann ich einfach meine ganze Menschlichkeit spüren. Man darf nicht auf die Bühne gehen, ohne eine ganz starke Aussage zu haben. So, für mich ist wichtig, dass die Message von dem, was ich singe oder sagen möchte, ganz klar ist und ganz stark ist. Und ich muss das im ganzen Körper spüren, jedes Mal, bei jeder Rolle, bei jedem Stück, das ich singe. Ich muss halt das ganze Publikum mitnehmen. Es ist meine Aufgabe, den Raum zu füllen und das Publikum mit mir auf eine emotionale, vielleicht auch unterhaltsame Reise zu schicken. Und die Performer, die immer eine ganz starke Aussage haben und viel zu sagen haben bei denen, was sie tun, sind immer die Besten. Und ja, das ist mein Credo. Oh!
gibt noch so viel in diesem Fach zum Entdecken und ich freue mich sehr drauf. It really all started when I was in grade 3 and we went out, there was auditions for this end of year concert. And so I decided I wanted to audition.